Hurricane Helene ist an der Westküste des US-Bundesstaates Florida auf Land getroffen, wie das nationale Hurricane-Zentrum der USA am Donnerstagabend mitteilte. Bereits kurz zuvor hatte es den Wirbelsturm als extrem gefährlichen Hurricane der zweithöchsten Kategorie 4 eingestuft. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde befand sich das Zentrum des Sturms demnach in der Region Big Bend im Norden Floridas. Die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA hatte eindringlich vor dem Sturm gewarnt, der mehrere Bundesstaaten treffen werde. An der Küste des Golfs von Mexiko seien bis zu 6 Meter hohe Sturmfluten zu erwarten, sagte FEMA-Chefin Diane Criswell. Besonders betroffen sei die gesamte Westküste Floridas sowie die Region Big Bend. Nach Daten der Website PowerOutage.us waren bereits am Abend mehr als 1 Million Haushalte in Florida ohne Strom und vielerorts Straßen überschwemmt. US-Präsident Joe Biden appellierte an die Menschen in den betroffenen Gebieten, den Evakuierungsanweisungen der Behörden vor Ort zu folgen. Sollten sich die Vorhersagen bestätigen, dürfte Helene der stärkste und zugleich größte Hurrikan in der Region seit mehr als einem Jahr werden. Hurrikan-Spezialist Michael Lowry sprach von einem extremen Wirbelsturm mit einer Ausdehnung von fast 800 Kilometern. In den vergangenen Tagen hatte Helene bereits auf Kuba zahlreiche Überschwemmungen und Stromausfälle ausgelöst. Heftige Überflutungen schnitten mehrere Ortschaften auf der Karibikinsel von der Außenwelt ab. Die Ankunft des Hurrikans dürfte bei vielen Menschen in Florida düstere Erinnerungen wecken. Vor 2 Jahren richtete Hurricane Ian dort gewaltige Schäden an. Mehr als 100 Menschen kamen ums Leben. Damals zog das Zentrum des Sturms über dicht besiedeltes Gebiet im Südwesten des Bundesstaats und fegte mit Windgeschwindigkeiten von rund 240 Kilometern pro Stunde über Küstenstädte hinweg. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht laut Expertinnen und Experten die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Die Hurrikansaison beginnt im Atlantik am 1. Juni und dauert bis zum 30. November.